Vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Das neue Buch von Klaus Schenk, erhältlich online und im Handel. Grüß Gott, wir begrüßen wieder ganz, ganz herzlich zu einer Sendung der FT-Abi-Plattform. Das Thema hier ist mein Lehrerbuch vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Aber das wirklich Interessante ist die Hybridlektüre. Das heißt, die Verbindung von Printausgabe und Internet. Jetzt haben Sie hier meinen Namen. Klaus Schenk, www.klausschenk.de, meine Homepage, Menüführung, Lehrerbuch anklicken, Ordner geht auf. Jetzt ist dieser Ordner genauso angeordnet wie die Kapiteleinteilung in der Printausgabe. Jetzt ist relativ einfach. Jetzt haben Sie in der Printausgabe im Buch, sagen wir mal Kapitel 5, sind das jetzt Sie, gibt es da Zusatzmaterialien, zack, gehen Sie ins Internet, Kapitel 5 anklicken, zack, die Materialien gehen auf und Sie haben, was Sie wollen. Und der zweite Punkt von der Hybridlektüre erleben Sie gerade, das ist unser YouTube-Kanal. So, wir sind jetzt im letzten Kapitel, im 10. Und jetzt geht es um das, was ich immer so beworben habe, für das ich immer so geworben habe. Aktion Lehrerdank. Denken Sie bitte dran, diesen Aktion Lehrerdank finden Sie auf meiner Homepage, wieder Menüführung, Aktion Lehrerdank anklicken. Und jetzt gebe ich Ihnen mein Beispiel so eines Artikels. Und ich ermutige Sie, ich bitte Sie, machen Sie doch mit im Interesse der jetzt unterrichtenden Lehrer und im Interesse einer Ermutigung. Aber jetzt, ich lege los. Mein Dank an meinen Religionslehrer. Dr. Helmut Jentrajek, Evangelische Religion, 1970 bis 1972, das war die Zeit, wo ich ihn hatte, Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach. Sehr verehrter Herr Dr. Jentrajek, ich bin jetzt pensioniert, aber ich hatte Sie nie vergessen. Es ist mir, als wäre es gestern, wie Sie mir in evangelischer Religion die Welt öffneten. Es war weniger die religiöse, es war die Welt um mich, die durch Sie plötzlich Bedeutung gewann, durch Sie sich mir erschloss, auch wenn nur in Ansätzen. Sie hatten die Fächer Religion, Deutsch und Philosophie. Die halbe Schule, viele Lehrkräfte lauschten im Kursaal ihren Vorträgen, denen ich als kleiner Mittelstufenschüler nur begrenzt folgen konnte. Aber sie machten mir Lust auf das, was ich nicht verstand, auf die Welt, in der sie sich brillant und eloquent bewegten. Sie ließen mich spüren, wie spannend dieses Unbekannte sein wird. Wie Sie wissen, studierte ich evangelische Theologie und Germanistik, Ihre Fächer, Ihre Welt, Ihr Zauberreich, das mich verzauberte, in Bann schlug. Sie seien genial begabt, so mein Vater. Sie unterrichteten ohne schriftliches Konzept. Sie standen vor der Klasse, Ihr Wissen floss wie ein ruhiger, doch lebendiger Strom. Wir mussten uns Notizen machen, manchmal diktierten sie auch frei den Stoff. Und ich war stolz, einen Lehrer zu haben, der Bücher schrieb. Sie wissen noch, wie ihre Kollegen auf ihr Brecht-Buch reagierten, sie in die politische Ecke stellten und angriffen. Wohl eher ihre Pfeile aus dem Gebüsch, Hintel und Feige auf sie abgeschossen. Das entnahm ich ihren Andeutungen. Ich weiß, sie galten als arrogant, leicht selbstverliebt und falsch war dieser Eindruck nicht. Aber ihre Rhetorik, ihr Wissen, ihre Überlegenheit verführten wohl zu diesem Urteil.
Wir hatten nicht so viele persönliche Gespräche, obgleich wir die Schülerzeitung gemeinsam herausgaben. Eines blieb in mir. Ich hatte nach 5 Jahren Klassensprecher, wofür ich glühte, wofür ich alles gab und bekannt war, die Wahl verloren. Es traf mich schwer. Viele in der Schule freuten sich voll Spott und Genugtuung. Jetzt bist du wieder so wie wir, nichts Besseres. Sie, lieber Dr. Jentrajek, erfuhren das und nahmen mich auf den Gang. Dort gingen wir auf und ab ganz langsam. Weißt du, Klaus, die Guten, die alles geben, die Besonderen, die für etwas glühen, die einfach anders sind, sie werden niedergemacht, lustvoll, bösartig und hinterhältig. Klaus, das ist so. Ich weiß, wovon ich rede. Es tut weh. Aber lass dich nicht beirren. Geh deinen Weg. Glaub an dich. Denn die Welt wird es dir schwer machen. Geh deinen Weg und vertrau dir und bleib dir treu. Und ich blickte den Gang entlang und ich blickte zu ihnen auf und war für Momente getröstet, ja glücklich, was sie mir in diesem Augenblick sagten und gaben und wie sie mich sahen. Und ich dachte, ja, so ist es, das ist die Welt, auch seine Welt. Und ich war ein bisschen stolz, mit ihnen dies gemeinsam zu haben. Wir blieben in Briefkontakt bis zu ihrem Tod, der mich tief traf. Ich solle ihre Lehrerfackel weitertragen. Ich tat es meine ganze Lehrerzeit und auch jetzt in diesem Brief. Es ist ein Geschenk, so einen Lehrer als Vorbild zu haben. Ich danke Ihnen. Ihr Klaus Schenk, September 2019. Überlegen Sie doch bitte, ob Sie nicht so eine Ermutigung jetzigen Lehrern schreiben. Das heißt, auch wenn der Lehrer jetzt verstorben ist, wenn Sie dies berichten, ermutigen Sie Lehrer, dass es nicht umsonst ist, wie Sie sich engagieren. Tun Sie es doch bitte. Gehen Sie auf diesen Aktion Lehrerdank in meiner Homepage. Da steht alles drin, wie es funktioniert. Tun Sie es doch bitte für eine engagierte Schule, für Lehrkräfte, für eine Ermutigung für diese. Tun Sie es. Das war es. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und noch mehr Dank, wenn Sie mitmachen. Ihnen von Herzen alles, alles Gute. Das war der letzte Artikel in meinem Buch. Vielen Dank fürs Zuhören.